Ich meine, boah, war das knapp. Oh, war das knapp. 10 Zentimeter. Oh. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator 2. Ja. Komisch, da war mein Kater gerade und hat irgendetwas gemacht. Ja. Schön. Wunderbar. Heute kommt vielleicht der letzte Part von Skyrim. Allerdings kommt Skyrim nur in 27p und dieses Video hier heute auch. Minecraft, was vorhin kam, war ja in Full HD. Und, ja. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht hin und wieder mal etwas schmatze oder, AFK sozusagen bin und man irgendwie mich mit dem Mund vorwerken hört. Es liegt ganz einfach daran, ich habe gerade wieder gegessen, weil ich gerade wieder von der Schule kam, jetzt noch aufnehmen muss und bla 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 bla. Also schreibt mir gerade da rum. Nee, und da habe ich noch Reste zwischen den Zähnen jetzt. Und kann sein, dass ich die versuche im Laufe des Partes zu entfernen. Also nehmt mir das bitte nicht krumm. Und, ja. Ich schau mal, ob ich heute, noch mit dem Reinhard den allerletzten Part von, nein, nicht allerletzten, aber den vorerst letzten Part von League of Legends hier auf meinem Kanal, ja, veröffentlichen kann, nee, aufnehmen kann. So. Sorry, ich sagte ja, ich habe Reste zwischen den Zähnen. Gut. Sonst so. Was gibt es zu sagen? Ja, genau, gestern kam wieder ein Livestream-Highlights-Video. Könnt ihr vorbeischauen. Ist jetzt nicht so ganz lange wie das letzte. Einfach weil, der Livestream etwas kürzer war und einfach keine Szene dabei war, die ich halt so extrem lange strecken konnte, wie beim letzten Highlight-Video. Also nicht das, was gestern kam, sondern was letzte Woche Dienstag kam. Diese Szene, wo ich da ewig mit dem Auto gefahren bin, die hat natürlich schon, ich sag mal, 30% der Länge, nee, 40% der Länge bestimmt von dem Video ausgemacht und die gab es dort jetzt einfach nicht. Dafür, viele Highlights halt kurz hintereinander gereiht. Und, ja, ganz zum Schluss kommt nochmal ein witziger Gag. Wer den Livestream verfolgt hat, wird den kennen oder generell, wer meine Videos verfolgt, kennt den wahrscheinlich auch. Nee, gut, Skyrim müsste ich dann auch noch aufnehmen. Tut mir leid, aber ich denke, das ist kein Problem, das sollte klappen. Ich möchte ich einfach nur machen, damit mein Wochenplan für die nächste Woche, wenn Lego Marvel Super Heroes dann startet. Scheiße! Scheiß KI! Drecks KI! Nee, wenn Lego Marvel Super Heroes dann startet, dass ganz einfach mein Upload-Planer nicht durcheinander geworfen wird. Ich wollte dann ja jetzt nämlich Mittwoch noch einen Landwirtschaftssimulator-Part rausbringen. Dann hätte ich sozusagen jetzt noch zwei Parts. Das schaffe ich locker, mit Skyrim in der Zeit fertig zu werden. Also zwei Parts Maximum. Mumm, so. Und, ja. Ne. Vielleicht wird er heute auch mal ein bisschen länger. Und, ja. Dafür spielen wir dann heute vielleicht durch. Würde mich freuen. Dann habe ich nämlich ein weiteres Projekt sozusagen abgeschlossen auf meinem Kanal. Genau. Und, ja. Genau. Es wurde sich eigentlich eher gewünscht, dass ich mit dem Eurotruck Simulator 2 nicht aufhöre, weil er doch, wie es scheint, von denen, die es gucken, doch noch ziemlich gerne geschaut wird. Aber ich muss sagen, wie ich schon sagte, ich finde es einfach mittlerweile etwas zu lang, dieses Videoformat. Und ich möchte einfach wesentlich lieber, ja, jetzt, upsasa, ich muss F1 drücken dafür, wesentlich lieber einen neuen Truck Simulator machen. Und auch noch ein Kerngrund dafür ist einfach, ja, diese täglichen Kanal-News erreichen hier einfach gar keinen oder die wenigsten. Und,
das hindert mich so ein bisschen daran, im Vorrat aufzunehmen, weil ich einfach hier halt diese täglichen Kanal-News reinbringen will. Ne, diese Kanal-News da, die ich jetzt immer sonntags einführen will, die kann ich einfach einmal die Woche aufnehmen und dann klappt das. Und dann ist das gut. Ich fahre mich jetzt hier nochmal reparieren kurz. Und ja, dann war es das auch so, sozusagen, sag ich mal. Dann ist das prima gewesen und ja, genau. Aber wenn ich dann den Eurotruck-Simulator jetzt halt noch täglich aufnehmen müsste, dann hätte ich für heute wieder Essensreste zwischen den Zähnen und Pipapo, was weiß ich noch, was dafür noch gibt. Für Gründe, warum der Eurotruck-Simulator zwar immer unprofessioneller wird. Ganz einfach, ja. Erstens aus diesem Grund und zweitens auch für mich aus Zeitersparnisgründen. So könnte ich endlich komplett in die Vorproduktion gehen, wenn ich es denn mal durchziehen würde. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, dass ich mich dann dort mal... Wo fahre ich denn hier lang? Sorry, ich habe genug Geld. Aber einmal den Abschleppdienst für 184 Euro kann man ja wohl mal rufen. Nee, ich möchte einfach, mehr im Voraus aufnehmen ein bisschen. Weil, ja, ganz einfach, es für mich angenehmer ist. Da kann ich dann die Woche jetzt hochladen, weil ich ja jetzt auch in der Oberstufe bin, mehr Hausaufgaben aufbekomme und so ein Kram-Bampfel, ne? Und, ja, ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Heißt, ich habe weniger Zeit, kann allerdings so doch genauso viel Zeit oder sogar mehr Zeit in meine Videos stecken. Ganz einfach, weil... Ah, sorry. Musste ich wieder niesen. Nee, weil ganz einfach ich, ja, noch zwei Videos mehr raushaue. Sozusagen dieses Livestream-Schnitt-Gedöns. Bamsel. Diese Livestream-Highlights-Videos, genau, an den Namen muss ich mich irgendwie noch gewöhnen. Und dann noch dieses Kanal-Info-Video am Sonntag. Und ja. Ist für mich einfach so besser. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob der Eurotruck-Simulator für mich einfach nichts bedeutet. Ich meine, ich habe den jetzt so lange gespielt. Es ist quasi mein ja, Projekt, das mich berühmt gemacht hat und, ja, genau, ich möchte einfach nur, ja, wirklich mehr Zeitmanagement drin haben. Ich werde euch versprechen, sobald Eurotruck Simulator 3 rauskommt, könnt ihr damit fest auf meinem Kanal rechnen. Es sei denn, es wird so wie der Rettungswagen-Simulator 2014, von dem ich ja gehofft hatte, dass er sich nach der Demo-Version vielleicht noch verbessert. Es aber nicht Es aber nicht getan hat und deswegen von mir nicht als Let's Play durchgezogen wurde, was ich ja eigentlich machen wollte. Aber sorry, das kann man sich nicht antun. Der ruckelt wie Sau, dafür, dass die Grafik einfach unterstes Niveau ist, sag ich mal. Für ein Spiel, das wirklich dieses Jahr rauskam. Da kenne ich Indie-Spiele, die haben eine bessere Grafik. Minecraft zum Beispiel. Ist nicht so pixelig. Nee, das jetzt nicht, aber wirklich, das ist unterste Schublade. Die Performance davon ist wirklich Minecraft besser. Von der Performance jetzt her. Ich meine, boah, war das knapp. Boah, war das knapp. 10 cm. Boah. Nee, generell... Das Prinzip an sich hatte ich ja schon im 2011er, meine ich, war das, erzählt, oder 2012er. Das macht einfach super Spaß, das zu spielen und, ja. Es ist auch super gut umgesetzt, finde ich eigentlich, wenn es halt funktionieren würde, das Spiel. Wenn es nicht laggen würde wie Sau, auf egal was für einem Rechner man das spielt, wenn es eine halbwegs ansprechende Grafik hätte, auf niedrigsten Einstellungen, wo es dann halbwegs flüssig läuft, ne? Also man muss es quasi gezwungenermaßen auf niedrigsten Einstellungen spielen, weil das Spiel sonst selber nicht mehr damit klarkommt, weil zu viele hoch aufgelöste Objekte laden müssen und es sich persönlich nicht genug RAM zuteilt oder was weiß ich. Nun gut. Irgendwas ist da halt schlecht mit der Performance und das hindert mich einfach daran, das zu spielen. Ich denke nicht, dass sie bei Eurotruck Simulator 3 so etwas machen werden. Ich meine, ich nehme jetzt hier
flüssig mit 30 FPS auf. Ich könnte auch flüssig mit 60 FPS aufnehmen, hätte ich diese Regulierung da von Aufnahmeprogramm nicht drin. Aber es läuft einfach. Selber auch beim Landwirtschaftssimulator. Es läuft und das ist gut so. Da machen Simulatoren dann auch Spaß, wenn wirklich, ja, das Spiel funktioniert ganz einfach. Also wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ich denke, die werden im Euro Truck Simulator 3 nicht den Fehler machen, wie der Rettungswagen Simulator 2014, dass man quasi ein unfertiges Spiel rausbringt. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Rettungswagen Simulator 2014 unfertig wäre, aber die Performance ist wirklich unter aller Sau. Sorry, aber nur gut. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich die Systemanforderungen nicht erfüllen würde, ne? Dann würde ich ja noch verstehen, dass er bei mir ruckelt. Aber ich tu's. Ich tu's einfach. Und da erwarte ich schon, dass ich das Spiel anstatt mit 20, mit 30 Frames spielen kann. Also ich sag mal so, ein Bild gilt als flüssig ab 15 Frames. Heißt, der Rettungswagen-Simulator ist flüssig. Aber es gilt noch lange nicht als ruckelfrei. Als ruckelfrei gilt es, glaube ich, erst ab 25 Frames oder 30 oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall gilt es dann als ruckelfrei. Ne? Also, es ist flüssig, aber nicht ruckelfrei. Ne? Es ist echt super. Also, ne? Also, ja. Ne. Genug von laggenden Spielen geredet. Wie gesagt, Euro Truck Simulator 3 kommt dann natürlich bei mir auf dem Kanal. Ne, da wird auch ein, was weiß ich, Howlin' oder Extreme Trucker 2 nicht dran glauben können. Obwohl ich denke, Howlin' wird jetzt lange Zeit uns als Truck Simulation auf dem Kanal begleiten. Es ist quasi Euro Truck Simulator 2 mit Amerika einfach. Ja, so kann man es gut ausdrücken. Mit einer bisschen schlechteren Grafik, dafür mehr LKWs und einem anderen Fahrereinstellsystem. Hier gehst du halt zur Arbeitsagentur, suchst dir die raus und dort schläfst du halt irgendwo und kannst dann mit denen dort sprechen an der Raststätte und so. Und ja, es ist ein bisschen anders, aber auch relativ cool. Nur halt, wenn du einmal von Ost nach West fährst in Amerika, dort fährst du in Echtzeit 4 Stunden, sagte Guden, habe ich selber nie gemacht. Aber ich glaube mal, Guden hat wieder etwas übertrieben, das ist, ja, werden vielleicht so 3 Stunden werden. Ne, kann ich mir gut vorstellen, aber 4 Stunden, naja, es gibt ja eine Zwischenfunktion, dann sind wir halt mal 18 Parts, was laber ich hier, 16 Parts dran beschäftigt und ja. Gut, das sollte dann soweit alles gewesen sein. Gut, heute wieder nur sinnlos im Euro Truck Simulator 2 gelabert, aber hey, was soll's. Dafür ist er auch ein bisschen da. Gut, ich würde mich dann auf jeden Fall über eine positive Bewertung, einen Kommentar oder was auch immer freuen. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.